Geld wächst nicht auf Bäumen, haben sie gesagt. Nun, in Animal Crossing New Horizons tut es das schon, man muss nur wissen, wie man es anstellt. Ab und zu ist auf dem Boden eurer Insel ein gelb-goldenes Leuchten zu sehen. Gräbt man dieses Leuchten aus, so erhält man einen 1000-Sterni-Sack. Diesen Sterni-Sack könnte man jetzt seinem Geld hinzufügen, oder man geht mit der Situation wie ein echter Business-Bewohner um. Das Loch, was ihr vor euch seht, leuchtet weiterhin und jetzt grabt ihr den 1000-Sterni-Sack wieder in das Loch ein. Jetzt erscheint ein kleines Pflänzchen auf dem Boden, was ihr von nun an jeden Tag gießen müsst. Habt ihr eure Pflanze regelmäßig gehegt und gepflegt, habt ihr schon noch ein paar Tagen einen Geldbaum, von dem ihr nun 3000 Sternisäcke ernten könnt. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, ob man Bäume überhaupt gießen muss, aber seid nett zu euren Pflanzen. Das Beste habe ich mir allerdings für den Schluss aufgehoben. Dieser kleine Trick funktioniert mit Geldsäcken bis zu 10.000 Sternis. Dafür müsst ihr einfach nur einen 1000 Sternisack aus einem leuchtenden Loch ausgraben. Dann allerdings einen 10.000 Sternisack aus eurem Geldbeutel in euer Inventar tun und den stattdessen vergraben. Wenn euer Baum dann fertig ist, könnt ihr 3 10.000 Sternisäcke ernten. Vergrabt ihr einen höheren Betrag, bleibt es trotzdem bei 10.000 Sternisäcken. Und ihr könnt Geldbäume nur ein einziges Mal ernten. Das war's mit diesem kleinen Tutorial zu Geldbäumen. Ich hoffe, dieses Video hat euch neue Informationen beschert. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch gerne den Kanal für mehr Animal Crossing Videos. Und folgt mir auch gerne auf twitch.tv/duckling47 für Animal Crossing Streams. Link dazu ist in der Beschreibung. Aber damit wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Haut rein!